Er war einer der engsten Vertrauten von Lady Diana. Paul Burrell spricht bis heute gerne über seine Zeit als Butler der verstorbenen Prinzessin, die ihn ihren Felsen nannte. Jetzt ist er an Prostatakrebs erkrankt und will William und Harry seine letzten Geheimnisse über ihre Mutter mitteilen. Ich weiß, dass einiges davon nicht schön ist, aber wenn ich diesen Ort verlasse und woanders hingehe, werden sie es nie erfahren. Ich denke, sie sollten es wissen. So der Ex-Butler gegenüber The Mirror. Bevor es zu spät ist, wolle er den Brüdern sagen, was sie wirklich wissen sollten. Erklärt Paul, ohne näher auf den Inhalt einzugehen, dies sei auch im Sinne von Diana. Ich glaube, Diana würde zu mir sagen, Paul, du musst das zu einer Priorität machen. Du musst gehen und meine Jungs sehen, so der Autor. Er erklärt, dass er viele Stunden mit Diana verbracht habe, in ihren glücklichsten Zeiten, aber auch in ihren dunkelsten. Sie hat sich mir anvertraut und es gibt viele Dinge, über die ich nie gesprochen habe. Sein geplantes Gespräch mit William und Harry verbinde er auch mit einer ganz bestimmten Hoffnung. Ich denke, was ich zu sagen habe, könnte die Jungs wieder zusammenbringen, was Diana unbedingt gewollt hätte. Ich werde ihnen lediglich die Wahrheit sagen, meint Paul. So seien Dinge in der Welt ihrer Mutter passiert, von denen sie womöglich nichts wissen. Ich denke, es könnte ein paar Lücken ausfüllen, erklärt er. Sollte die Offenbarung seiner Geheimnisse wirklich eine Versöhnung der beiden zerstrittenen Brüder mit sich bringen, wäre dies wohl fast eine kleine Sensation.